Monsignore Sauer, was ist Ihnen heilig? Ja, eigentlich ist es mit der Madonna. Als Theologe denkt man bei heilig natürlich sofort an fromme Dinge. Ich denke, heilig ist zunächst einmal ein Begriff, wo der Mensch in seiner inneren Grundeinstellung, in seiner Wertevorstellung, in dem, was für ihn unverzichtbar ist, im Blick auf eine geglückte und auch auf eine vorzeigbare Existenz. Und da ist für mich persönlich vom Beruf her, aber auch von meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung so etwas wie Treue, Verlässlichkeit, auch Humor. Auch Bodenständigkeit ist auch eine Form von Heiligkeit. Große Heilige sind dadurch erkennbar geworden und in den Himmel gekommen, dass sie sehr heilige Menschen waren. Und sehr frohe und humorvolle waren. Man braucht jetzt nicht unbedingt den Don Bosco zitieren, aber der war auch einer von dieser Sorte. Also heilig heißt, würde ich sagen, auch bodenständig. Und wenn einem etwas heilig ist, dann muss es was zu tun haben. Mit der Bereitschaft, über sich selber zu lachen, ohne dass man damit die eigenen Prinzipien und die Werte aufgibt. Ich habe die ungefähr genannt und würde sagen, mit denen bin ich bisher sehr gut durchs Leben gekommen. Und da bleibe ich auch dabei. Vielen Dank. Ja, gerne.